zurück zu Diablo Immortal. Ich habe gerade kurz bei der Stadtlotterie teilgenommen. Wir haben aber noch eine ganze Menge neue Quests hier scheinbar irgendwas zu tun, wollte ich sagen. Noch eine ganze Menge zu tun. Schattenkrieg. Ja, den habe ich leider verpasst, den letzten tatsächlich am Samstag. Wappen, Fokusbelohnung. Okay. Was jetzt noch? Quests. Erhaltet 600 Hilt. Oh, ja. Dann haben wir wohl ziemlich viel bekommen, gerade aus der Post. Schattenlotterie hat begonnen, haben wir gerade gemacht. Aktivitäten, ja, Hildhändler. Machen wir mal das kurz. Ich weiß gar nicht, was wir heute sonst noch so machen. Ich muss auf jeden Fall die täglichen Sachen wieder machen. Schattenkrieg würde ich am Donnerstag wieder versuchen teilzunehmen. Kann ich auch gleich mal schauen, wann wir da überhaupt starten. Haha, yes. Your reputation precedes you, friend. Ist schon wieder Zyklus. Use that well, friend. Zyklus, Zyklus. Das, ach so, da sehe ich schon ein Fragezeichen. Gehen wir noch mal dahin. Zyklus wendet sich. Nicht navigieren. Hör auf damit. So. Zyklus betrachten. Mal gucken. Können wir bitte wieder. Ne, neue Herrschaft, dies, das, bla, bla, bla. Geht ja, ist ja eine ganze Menge wieder passiert. Ist das schon wieder so lange her? Kommt mir gar nicht so lange vor diesmal. Aber ich habe auch relativ viele Pausen zwischendurch gehabt. Aktivität durchschnittlich, ja gut, Treue außergewöhnlich, weiß ich jetzt nicht. Teilnahme gut, Wirkung sehr gut. Boah. Die Hilts nehmen wir noch mit. Okay, okay, okay. Ach so, jetzt müssen wir hier wieder drauf tippen. Da, da, da. Uns das wieder angucken, was wir hier Tolles gemacht haben. Aktueller Zyklus, Geschenk, ja cool. Gar keins. Sprecht mit dem Hilthändler, ja, ja, machen wir. Haha, yes. Zyklus wendet sich. Nothing of interest. Super, ja, ja, genau. I find that hard to believe. Und jetzt Geschichtsarchivarin, ja. Hallo, hallo. Ich erinnere mich. Mhm. Brawl Kali. Endet. Belohnungen. Wann haben wir? 19. Ja, das ist heute. Dann ist, bin ich genau, genau richtig. Ich hoffe, ich denke jeden Tag dran. Vielleicht. Ja. Jetzt müssen wir hier hin. Jetzt war sie soweit. Genau, da bin ich, vielleicht bin ich dann tatsächlich nur am Handy mal kurz zum Einloggen und Abholen und so. Huch, nee, einmal zu viel geklickt. Ereignisse, was haben wir hier noch? Sammelt ein Ausrüstungsteil, loggt euch ein. Wow, wir sind so großartig. Wir können uns einloggen sogar. Tötet das erste Monster. Von wann ist das? Das geht ja schon ein paar Tage. Bin ja spät dran. Nebenquest. Beliebiger Dungeon, 100 Monster. Okay, wir haben doch noch seltenes Emblem. Das wollten wir noch holen. Dann würde ich nochmal Ibenfahrts Heiligtum machen. Da haben wir, glaube ich, auch wieder locker genug, um den zweiten Raum mitzumachen. Dass wir das auf jeden Fall mitnehmen. So. Und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht noch ein Ältestenportal und ein normales Portal hier, Herausforderungsportal, ob wir das mal machen. Das könnte aber jetzt ganz schön schwierig schon wieder werden mittlerweile. Hm, da war es, glaube ich, beim letzten Mal schon recht schwierig. Wir hatten, glaube ich, 30 geschafft, aber ja, ob wir da tatsächlich noch viel weiterkommen, weiß ich nicht. Ich meine, ja klar, wir verbessern uns auch ein bisschen. Aber jetzt nicht so große Sprünge, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Aber dafür habe ich auch immer noch keine Ahnung von dem ganzen Spiel. Von der tiefen Materie, will ich mal sagen. Dann müsste ich halt auch echt mal nachgucken und mit schlau lesen. Ich habe halt das Gefühl, dass ich es hier nicht einfach mal eben so im Spiel lernen kann. So ein paar Sachen, so ein paar Grundlagen. Klar, die hat man auch durch die Story bekommen, aber so ein paar andere Sachen, da denke ich mir halt so, ja, und wie geht das jetzt? Ich meine, ich kann überall hier so mitmachen und so, aber bei ganz vielen Sachen. So, vier Schlüsselchen, sehr gut. Bei ganz vielen Sachen habe ich halt das Gefühl, wir sind einfach zu low und ich weiß gar nicht, was ich dagegen oder dafür tun kann. Und, ja, ich weiß nicht, wie man das sonst einfach durch Ausprobieren lernt, wahrscheinlich. Oder einfach, weil man Diablo schon so lange kennt. Ich habe Diablo 3 mal gespielt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Aber auch jetzt nicht so intensiv, wie manch anderer das gemacht hat. Ich habe es auch nur gespielt, weil ich das in einem Jahresabend von WoW dazu bekommen habe, umsonst. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht angefangen. Hat mir Spaß gemacht, aber ich habe Diablo davor nie gespielt. Also 1 und 2 kenne ich gar nicht.
Von daher bin ich wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt der beste Ansprechpartner, was hier so die ganzen Hintergründe angeht und was man hier so tun sollte und was man wie erreichen kann. Nein, nein, für die Leute hier nicht. Vergessen zu looten. Dann hier nochmal rumschlängeln. Ey, kick mich hier nicht weg. Ich glaube, es hagelt. Wen kennst du denn da? Heilkugeln noch schnell einsammeln. Noch mehr. Noch Gras, 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 Gras. Noch ein paar Gegner. Aber vorbei. Dann sind wir da. Dann gibt es einmal umsonst. Und dann sehen wir gleich mal, wie viele Schlüssel ich schon habe. Das müssten auf jeden Fall eine ganze Menge sein mittlerweile. Huch. Da zwischendurch gar nicht drauf geachtet. Habe immer nur das Gratis-Ding hier geholt, wenn ich mal so schnell nur die täglichen 170. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen für den nächsten Raum mit. Das mag ich irgendwie lieber, wenn wir das so komplett machen können. Jetzt, wenn ich hier mal so ein paar und dann im nächsten Raum nur noch zwei schaffe oder so, dann lasse ich es lieber. Bis ich den ganzen Raum machen kann. Als würde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bilde mir ein, mehr zu kriegen, wenn ich den Raum abschließe. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich ziemlich dämlich und auch gar nicht entspricht nicht den Tatsachen wahrscheinlich. Aber egal, in meinem Kopf ist das so. Und deswegen weiß ich auch einfach nicht, was dagegen spricht, das immer mal so ein bisschen zu sammeln. Vielleicht lohnt es sich am allermeisten komplett zu sammeln, dass man, ich weiß gar nicht, wie viele Räume es gibt, aber dass man einmal alle schafft. Vielleicht gibt es dann am Ende einen Bonus, das weiß ich nicht. Bin ja noch nie dahin gekommen. Hat mir aber auch keiner gesagt. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass das nicht so ist. Nee, Schwimmhalle wollen wir nicht. Wir wollen hier einmal, ach so, blaue Gegner. Ja, die töten wir noch, aber dann werden wir da wahrscheinlich nichts mehr aufmachen können. Run is right. There is no escape. Aber ich finde es auf jeden Fall auch schon mal gut, dass wir hier nochmal so blauen Gegnern irgendwie ein paar Sachen mitnehmen können. Ja, eine könnten wir jetzt noch aufmachen. Will ich aber nicht. Dann geht es hier einmal zurück. Und hier zurück. Wir könnten nochmal ganz kurz gucken, ob wir was upgraden können. Ja, schon länger nicht mehr gemacht. Was fehlt uns hier eigentlich noch? Es fehlen uns doch noch ein paar, ne? Drei fehlen uns noch. Das da fehlt uns noch. Uralter Albtraum. Sandsteingolem, Hölle 1. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Blutrose. Ja, müsste ich vielleicht auch mal machen. Schaden. Ja, können wir einmal aufwerten. Irgendeinen haben wir noch, glaube ich, der... Yay! Der Schaden und Leben hat, ne? Welcher war denn das? Potenzial, Potenzial, Widerstand. Der. Den machen wir auf jeden Fall nochmal. Schaden und Leben finde ich sehr nice. Was kann der? Rüstungsdurchschlag. Irgendwas Grünes könnten wir nochmal machen, ne? Welcher war denn grün? Der gelbe hier, ne? 108 Rüstung. Ja, wird schon nicht schaden, aber würde ich jetzt auch nicht super weit mitnehmen. Was war das? Rüstungsdurchschlag? Das war Potenzial. Das war auch Potenzial. Ja, ach, ich würde sagen, das reicht erstmal. Dann einmal hier wieder raus. Einmal alle roten Punkte absammeln. Und dann mal Portale machen. Dafür gibt es dann, glaube ich, auch bei diesem Ereignis, wo ich jetzt schon 5 Tage zu spät bin. Boni. So, einmal hier hoch. Nebenbei mal kurz diese. Okay, ich höre einfach auf zu laufen. Das ist sonst nicht so. Töte 100 Monster. Töte das erste Monster des Tages. Haben wir gemacht. Hier haben wir das da. Was gibt's hier? Bestiarium. Ja, Bestiarium wäre auch mal wieder nice. Was gibt's hier noch? Da unten. Ihr habt zum ersten Mal ein Monster getötet. Haben wir großartig gemacht. Na, wir versuchen mal das Herausforderungsportal. Ganz alleine, mal wieder. Gefällt mir alleine auch besser, muss ich sagen. Dann habe ich wenigstens so ein Gefühl dafür, wie weit ich komme. Ich meine, da sind ja schon Leute bei Levelstufe, weiß ich nicht was. Und ich noch lange, lange nicht. Da sind wir schon ziemlich weit hinten. Aber es geht mittlerweile ja auch echt weit. Mit meinen Viechern hier, glaube ich, bin ich hier schon ganz gut gerettet, will ich mal sagen. Ich glaube, sonst würde ich gar nicht so weit kommen. Ohne die Viecher. Kann sein, dass es mit anderen Flächen sich eben wieder anders ausgleicht. Aber hier habe ich das Gefühl, ohne die Viecher wäre ich echt am Arsch. Jedenfalls immer noch. Hier hohe Monster-Schwierigkeit.
ein paar. Ich könnte mal ein bisschen weiter runterkommen, dann kann der da unten mit angreifen. Das wäre super nice. Genau so dachte ich mir das. Und nun nicht in der Mitte mit drin stehen, bitte. Da ist was Blaues. Run, if you like. Oi, oi, Eis. No escape. Fortschritt. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Auch wenn wir vielleicht nicht super schnell sind. Ich traue mich jetzt nicht so richtig viele zusammenzuziehen. Das werden wir vielleicht mal wieder. Ich mache die ja fast schon nacheinander. Wir haben ja schon gesagt, wo in unserer Schwierigkeitsstufe. Versuchen wir mal ein bisschen vorsichtig zu sein. Da hinten. Ach so, meiner ist gestorben. Okay. Ah, ja mal besser. Zwei, kommen hier jetzt nicht noch mehr? Doch, da. So. Die Hälfte ungefähr haben wir, würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall vor der Zeit. Das reicht mir schon. No, not yet. Ich weiß gar nicht, wie lange man uns kommt. Das sind 5 Minuten vielleicht. Das ist so der Timer. Könnte sein, ne? Wir müssen dann halt auch noch den Dicken am Ende töten. Yeah. In der Zeit, die dann übrig ist. Also wenn wir jetzt einen Bonus rausholen, haben wir am Ende mehr für den Dicken. Wobei das mit dem ganzen Hin- und Hergelaufen, glaube ich, irgendwie schon das langwierigste ist. Aber immer nur so zwei hier auf einmal ist auch ein bisschen nicht lame. Dauert auch lange. Extra lange, will ich sagen. So, hier sind noch mal ein paar. Okay, die blauen müssen vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu kommen. Aber ich glaube, es ist schon zu spät dafür. Vielleicht klappt es ja auch so ganz gut. Wenn die Viecher vorne dran sind, geht das ja immer alles noch. So, kommt hier mit her. Bitte. Oh, mein Ding ist gestorben. Golem. Golem, Golem. Okay, dann gehen wir noch hier unten, da war auch noch was Blaues. Habe ich doch gesehen, genau. Die sind mal nicht in irgendwelchen Fragen zu stellen, die man gerade nur so halb gesehen hat. Portalfortschrittskugelchens. Noch mal mit drauf. Ein gelber. Ein gelber Vorboss. Nicht mich hauen. Haut meinen Golem. Nicht mich. I am healed. Golem. Jetzt haben wir nicht mehr den Goldenen getötet, ne? Naja, egal. Also der Dicke ist da. Und ich hab noch Inheim. Das ist mir egal. Ja, proben wir es schaffen. Schnell wäre mir natürlich lieber, aber okay, schaffen. Der kleine kann ich von mir. Finde ich nicht nett. Vielleicht den anders an. No, not yet. Die jetzt bei den Rücken rein. Kannst auch mal da hinten stehen. Okay, 5 Minuten 12. Das heißt, 5 Minuten kann schon mal nicht der Ding sein, der Timer sein. Sonst wären wir ja jetzt schon über der Zeit. Aber wir haben noch ein bisschen. Also sind es vielleicht, weiß ich nicht, 10 oder 8 oder so. Geschafft ist geschafft. Geschafft. Dann machen wir vielleicht noch mal ein... 2, ja, weiß ich doch. Ein Elfenportal mit Gruppe. Gruppe. Wenn sich denn jemand findet. Wenn nicht, dann machen wir vielleicht doch nochmal Stufe 32. Ging ja noch ganz gut. Besser als ich dachte. Bin ja nicht mal fast gestorben. Nur so ein bisschen immer. Ich glaube, das dauert mir schon zu lange. Aber okay, 2. Mal sehen.
Na, wird das was? Sieht nicht so gut aus. We grow ever stronger. Hm. Einer noch. Schaffen wir das? Den einen können wir vielleicht noch versuchen zu warten. Wenn es jetzt keine 5 Minuten dauert, geht's. Ich hoffe, dass es jeden Moment soweit sein wird. Kann auch mal die Pause nutzen zum Trinken. Na komm, den einen können wir doch noch finden. Na ja, gut, dann gehen wir zu dritt. Ist auch okay. Soll für mich in Ordnung sein. Eieiei. Ja, ist okay. Wir können ja loslegen. Da läuft schon wieder jemand ganz gleich vor. Ich sehe das. Geht ja auch schneller dann. Ist hier unten lang gelaufen. Lang gelaufen. Hier schon super fleißig. Ui, nicht durch das Grüne laufen, wäre auch klug. I must wait, it seems. Ja, sieht so aus, als müsste ich warten. Wer schießt denn hier von hier unten noch auf uns? Da wirft doch irgendjemand was. Ich sehe das. Hier über die Mauer. Schweinerei. Da wird irgendwann noch ein Gelber. Ja, wither and die. Gut. Auch gut. Gehen wir schnell. Haben wir überhaupt noch Platz? Ich weiß es gar nicht. Ihr habt bestimmt geworfen hier, ne? Ihr kleinen Nervensägen. Vorne ist noch blau. Blau, aber ich komme nicht hin. So, jetzt aber. Okay, okay, dann hier unten lang, wie es scheint. Und auch nochmal Party, wie weit sind wir denn? Ja, ja, fast durch schon. Das geht ja auch immer super schnell. So ein ältesten Portal. Your grave beckons. Ich wollte gerade sagen, wo ist der vierte, aber wir sind ja nicht zu viert. So, nur einmal hier rum. Das müsste doch schon jeden Moment so sein. Ich sehe es doch, genau. Die and rot. Wir haben einmal alles drauf, gut, was wir haben. Das sieht ja aber sehr nach Hölle aus, was er hier macht. Der heißt ja auch Verdammnis, passt ja ganz gut. Oh, der ist ja gleich. Das geht ja super schnell. Der andere macht wohl viel Schaden. Was ist das, was wir hier sammeln? Das nicht gesehen. Das waren so kleine Steinblöckchen, oder? Haben wir hier irgendwo noch was gekillt, was ich nicht gelootet habe? Ja, unbedingt. Ja, wir hatten ja hier auch noch irgendwas, was ich nicht so richtig gut zuordnen konnte. Ältesten Portal verlassen, bitte. Und dann gucken wir nochmal, was wir noch alles abholen können. Hier können wir einmal rausgehen. Gruppe verlassen. Verlassen. Naja, hier haben wir wieder irgendwas gemacht. Schließt beliebigen Dungeon, Story, Quest oder Portal ab. Was haben wir denn noch? Chatnachricht an einen Freund schicken. Dafür gibt es Punkte. 5 Monster-Essenzen, Nebenquest. Einloggen, das hatten wir auch schon. Dann, ich glaube, da kommen dann sozusagen jeden Tag neue Quests dazu. Das war's schon. Gar nichts im... Wollte ich gerade sagen. Nicht mal hier was im Codex. Das wäre ja schon traurig. Okay, ja, ich würde sagen, wie sieht's hiermit aus? Ja, das... Ja, da weiß ich nicht so genau wegen der Werte. Ich trage das noch ein bisschen mit rum und versuche mal irgendwann dran zu denken, mich zu informieren. Aber ja, ich würde sagen, für diese Folge reicht's erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.